Was geht ab, Freunde? Euer Stefan hier und herzlich willkommen zur 18. Folge unserer Pack Road to Glory. Ja, Freunde, erstmal muss ich kurz sagen, die Lichtverhältnisse sind heute etwas suboptimal. Ich glaube, gerade geht's. Das wird sich wahrscheinlich die ganze Zeit ändern, weil mal regnet's hier wie bescheuert, mal hagelt's, mal schneit. Junge, so kommt mir das vor hier. Wir haben April und so verhält sich das auch mit dem Wetter. Ja, Freunde, jetzt ein anderes Thema und zwar ist ja unser Shop heute online gegangen. Seit wie viel Uhr haben wir jetzt? Wir haben ungefähr 15, 16 Uhr, also schon ein paar Stunden ist der online und ihr seid einfach verrückt. Ihr habt die ganze Seite, den Server gecrashed, weil ihr einfach mit 10.000 oder so waren auf einmal auf der Seite und wollten sich die Sachen holen. Einfach nur krank, Freunde. Das freut uns richtig, macht uns auch richtig stolz, weil dann sieht man einfach mal, wo man mittlerweile steht und das ist einfach euch zu verdanken. Und der Ernie hat sich ja auch schon oft bedankt und auch dann immer in meinem Namen. Ich habe das zwar auch schon oft gemacht, aber möchte das hiermit auch tun, weil das ist einfach für uns, ja, man hat damit nie gerechnet und auf einmal steht man hier, da fehlen einem echt die Worte und das freut uns wirklich richtig, macht uns stolz und dass ihr immer hinter uns steht und unsere Videos guckt und uns supportet, das freut uns wirklich sehr und das können wir eigentlich mit Worten gar nicht zum Ausdruck bringen. Also es ist eigentlich echt richtig geil, Freunde. Ja, Freunde, andere Sache, wir haben viele Nachrichten. Ja, Freunde, wir haben viele Nachrichten bekommen und zwar für die 10-Euro-Brille, für die Brille, weil die, boah, ist das schon wieder dunkel hier. Also die Brille kostet ja 10 Euro und viele haben gesagt, das ist viel zu teuer. Ich meine, 10 Euro, das ist das günstigste Produkt in unserem Shop. Und wenn man mal überlegt, erstmal muss die Brille ja hergestellt werden. Beziehungsweise erstmal muss ja überhaupt das Material dafür bezahlt werden. Dann muss die noch hergestellt werden, verarbeitet werden. Und das machen ja auch Leute. Das wird ja nicht per Maschine gemacht. Und deswegen ist das auch relativ, ja, in der Produktion teuer. Und ich meine, letztendlich müssen die, die das herstellen, auch noch was verdienen. Und da bleibt für uns, ich bin schon wieder so dunkel, auch sehr wenig übrig. Also ich finde, 10 Euro sind schon, was den Preis angeht, in Ordnung. Also wir verdienen uns da jetzt nicht die goldene Nase. Ihr könnt jetzt nicht denken, die Brille kostet 1 Euro oder so pro Herstellung, pro Produktion und alles. Also das kostet auch schon wirklich was und deswegen, ja, denke ich mal, ist der Preis in Ordnung. Ja, Freunde, jetzt aber genug gesagt. Nee, warte mal, ich habe noch was vergessen. Und zwar genau, ja, nee, doch nicht. Ja, wir zocken heute Pack Road to Glory und wir haben in der letzten Episode 2 Spiele gemacht. Beide natürlich gewonnen, sind glaube ich auch aufgestiegen, so gut ich mich erinnere. Ja, auf jeden Fall haben wir das erste Spiel glaube ich 5-4 sensationell gewonnen. Wir lagen erstmal hinten 2-4 oder 1-4 und haben dann noch das Spiel gedreht. Kriegen somit für den Sieg 6000 Münzen und 2000 Münzen pro Tor. Also sind wir dabei summa summarum pipapo 16.000. Wenn meine Mathekenntnisse mich jetzt nicht hier im Stich lassen. Das zweite Spiel haben wir, glaube ich, 4-2 gewonnen und dann ist der Gegner noch rausgekommen. Also 8.000 für die Tore und 10.000 für den Rage Quit. Also insgesamt 34.000 Münzen, glaube ich. Hier haben wir uns die Münzen geholt, haben hier so ein bisschen was verkauft und würde ich sagen, wir haben noch einen Shop extra, weil es gab ja hier diese Foot 6 Jahre Pipapo. Und deswegen gehen wir jetzt in den Shop rein. Ich glaube, ich habe vor einer Pack Road to Glory Folge noch nie so viel gelabert wie heute. Und jetzt wollen wir endlich mal ein Pack ziehen. Wir haben 37.000 Münzen, dieses Pack hier. Wir haben 12 Objekte, alle selten, alle gemischt, alle bunt, alle geil. Und wir ziehen Motta. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir ziehen Motta. Dann haben wir hier noch Iraisos, Navas. Okay, das sind keine schlechten Spieler, aber da hätte... Ey, wir ziehen Info Maxi 5 Sterne. Wie geil ist das denn, Mann? 5 Sterne Maxim ziehen wir einen Inform, der erste in unserer Pack Road to Glory und das schon nach, glaube ich, 3 Folgen Gold. Also das ist doch richtig geil. Krytschow, wer kam wir hier? Wo war denn der Diabate? Diabetes ist auch immer am Start mit seinem Grinsen, Lächeln. El Charoui, ein sehr guter Spieler, der gefällt mir. Ja, dann werde ich mal schauen, was wir alles einbauen können. Aber erstmal ziehen wir noch 2-3 andere Packs, packen hier alles an den Verein. Und dann ziehen wir noch so 3-4 von den 7500 an. Also wir ziehen einen Inform, das freut mich richtig. Vielleicht können wir das ja jetzt noch toppen. Da muss ich aber mal alles schauen, wie wir das einbauen können. Ob wir das alles in dieser Episode schaffen, weil das ist nicht so einfach. Wir wollen ja auch eine gute Chemie haben. Ey, das ist doch nicht der Ernst. Wir ziehen hier wieder den komischen Caicedo, den wir eben gezogen haben. Was ist denn gerade passiert? Habt ihr das gesehen? Auf einmal war ich richtig schwarz. Ja, und jetzt bin ich immer noch schwarz. So, wir kommen zum nächsten Pack, zum dritten Pack. Und zwar bekommen wir jetzt 3, 2, 1 und BOOM! Gianluigi Buffon. Ey, Kacke. Ich habe mir heute das neue Team der Woche angeschaut. Da war Bale dabei, da war Boateng dabei
Und auch Junuzovic, hätten wir den einfach ein paar Minuten später gezogen oder so, oder ein paar Stunden später, dann hätten wir den als Inform gehabt. Auf jeden Fall haben wir noch Gips dabei, kein schlechter Verteidiger, Buffon können wir auch gebrauchen. Oioioi, wir ziehen hier das Gladbach-Trikot. Ich würde sagen, wir wechseln das mal mit dem hier. Gladbach, beste Mannschaft. Wen bekommen wir im nächsten Pack? Valbuena, Luke Shaw und Ignorski. Ein letztes Pack ziehen wir noch, weil, ja, ich habe immer noch ein paar Münzen gerne auf dem Konto, weil nachher verlieren wir zwei Spiele und dann können wir gar kein Pack ziehen. Jetzt haben wir den frei drin. Chamak können wir auch vielleicht mal sehen, von der Chemie vielleicht gebrochen, und Roberto nehmen wir auch dazu. Dann werde ich mich jetzt mal an die Mannschaft dran setzen, gucken, ob wir vielleicht ein bisschen was umbauen können und sehen uns dann gleich hier wieder. Was für ein Hybrid, Alter. Oh mein Gott, habt ihr das gerade gesehen, Freunde? Ich bin hier gerade am Überlegen, was machen wir hier? Wir machen uns einfach ein Hybrid, Mann. Was ist da los? 100er Chemie haben wir mittlerweile. Guckt euch das mal an, Freunde. Krank. So, Freunde, wir sehen jetzt hier unsere Mannschaft. Ich habe die ein bisschen aufgepimpt. Fast and Furious vorne drin natürlich mit Jesus Navas mit seinem 91er Tempo. Dann haben wir Motta neu im Team. El Charawi, kleines Hybrid schon fast. There's no army. Oh mein Gott, wir haben hier noch eine Veränderung. So, Freunde, da haben wir unseren ersten Gegner gefunden. Spielen natürlich jetzt mit den Gladbach-Trikots. Und da bin ich mal gespannt, was er für ein Team hat. 83er Bewertung, sieht schon mal nicht so schlecht aus. Und das ist ein richtig gutes Bundesliga-Team. Das wird nicht leicht zu knacken sein. Komm. Oh, shit. Oh, nein. 0-1. Der Keeper. Auch relevant. So sieht eine sichere Faustabwehr aus. Nein! Hey! Ja, komm! Nein! Ja, jetzt aber komm! So, Freunde, wir haben einen Freistoß rausgeholt aus einer exquisit angenehmen Position. Wir haben gerade Granit Xhaka eingewechselt, haben das Gladbach-Trikot, spielen leider nicht im Gladbach-Stadion. Aber der Torwart ist sehr bescheuert. Der Torwart will in den Freistoß treten. Komm, Xhaka, Junge. Du machst ihn jetzt rein, mein Freund. Du machst ihn jetzt rein. Xhaka am Ball. Xhaka! Leider knapp drüber, Freunde. Ey, Mann! Das gibt's doch gar nicht. Was ist das für eine Scheiße? Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Endlich, Freunde, Mann. Endlich. Oioioi, was für ein Banner, Jungs. Ja, Freunde, wir verlieren leider das erste Spiel mit 3-1. Mir ist irgendwie gar nichts gelungen. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Der Gegner konnte ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Schwaches Spiel von mir, aber im zweiten wird es umso besser. Und los geht's. So, Freunde, da haben wir auch unseren Gegner gefunden. Wir spielen mit welchen Trikots? Ja, ich würde sagen, die weißen, weil die grünen passen nicht so. Grün-gelb. Da haben wir schon blind von. So, wir haben einen Gegner und zwar hat der folgendes Team. Storage und ich bringe mir da sofort ins Auge. Ansonsten noch 5 Bronze-Spieler. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das wird vielleicht einfach, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen, Freunde. Wir werden alles geben. Wir wollen ein paar Tore schießen und go. Balotelli direkt Doppelpass. Lauf weiter. Ey, seine Low-Low, ne? Der ist nie am Laufen. Aber jetzt kommt der Ball. Jetzt kommt der Lupfer. Jetzt haben wir hier Dine am Ball. Dine, Goal! Hey, macht der ein Salto und dann wird er doch in die Fresse gekickt. So, Doppelpass, komm, Doppelpass. Nochmal direkt durchstecken und Balotelli ist jetzt hier frei und auf und da vorne muss jetzt das 1-0 machen. Bis der mal den Ball unter Kontrolle nimmt. Junge, da vergehen ja Lichtjahre, komm! Komm oben, Jesus Navas. Oh. Geile. Legt er sich den Ball viel zu weit vor, dann kommt ein Tritt und dann gibt es schon einen Elfmeter. So, Freunde, dieser Elfmeter muss einfach reingehen. Der muss reingehen. Golasso Balotelli mit dem 1-0. Ups.
Balotelli. Ah, ja, ja, Rille Balotelli, Balotelli, ich bin der Balotelli. Hallo, ich bin Balotelli, Übersteiger, reingehen, Hacke zu Hacke, Elfmeter, hallo, ich bin's, Ranjit. Staubrille, zweiter Elfmeter, zweimal Jesus Navas von den Beinen gehauen. So, Freunde, da wir das erste Spiel ein bisschen reingeschissen haben, würde ich sagen, hauen wir jetzt den zweiten Elfmeter rein. Kommt schon, Balotelli mit dem zweiten Ding, den schießen wir in die Mitte und machen ihn rein. Balotelli. So, Freunde, wir machen jetzt mal ein Tor mit Motta, würde ich sagen, weil der Gegner, der grätscht die ganze Zeit ins Leere. Na komm, Parolo, Parolo, Bambolo, Boom und... der Torwart, habt ihr den gesehen? So, Freunde, zweite Hälfte ist ein bisschen Skiller-Hälfte angesagt, würde ich sagen. Oh mein Gott, durch die Beine! Ey, was ist das für ein Monster? Egal, Freunde, davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Balotelli, komm, den machst du rein, Junge, den machst du rein. Und Golasso! Mario Balotelli mit seinem dritten Treffer. Guck mal, der Torwart. Ja, Freunde, das Spiel ist jetzt vorbei. Wir gewinnen 3:1 Balotelli Dreierpack. Das war's dann soweit auch von dieser Folge unserer Pack Road to Glory. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen. Das war's soweit von mir. Macht's gut, schönen Abend noch, haut rein und ciao!